So, YouTube. Willkommen zurück zu 10 Days to Die. Wir sind mitten auf den Glover Heights blablabla Haus. Hier ist Fat Party. Es ist bisher auch nicht ruhiger geworden, glaube ich. Und ich glaube, hier wartet noch eine kleine zweite Armee auf uns. Wir haben nur noch 69 Pfeile. Wir müssen vielleicht ein bisschen besser schießen. Aber komm. Bitte mach davon mal eine Analyse, ob manche Pfeile nicht einfach durch die durchgehen. Ich habe immer Angst, dass hinter mir nochmal doch irgendwas kommt. So ein Reihe ist auf jeden Fall praktisch. Oh oh. Wenn man den trifft. Bei ihr treffe ich immer nicht. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, dass der Boden auch immer ein bisschen verzieht. Ey. Sie sollten tot sein. Tot! Okay. Gibt's doch sicher auch noch Vögel. Ach, du kriegst die Krise. Hinter jeder Ecke nicht nur zwei, nicht nur einer. Eine ganze Horde von Zombies. Ey, gib mir mal einen Pfeil, bevor du runterfällst. Wie habe ich den am Boden liegenden getroffen? Das weiß ich selber nicht. Kommen auch noch welche? Auch getroffen. Na? Ja, okay. Dann erst dich. Ich dachte, ich treffe den da hinten. Der will aber nicht getroffen werden. Auf jeden Fall erstmal die Pfeile. Die noch mehr hier hinten. So, mal nach den ersten Adrenalinschüben kriegen wir das hier doch auch gut in den Griff, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es. Nein, natürlich nicht. Da wacht immer noch jemand auf. Dann sind auch noch welche, die schlafen. Oder respawnen die ganze Zeit. So kommt mir das fast vor. Ja, sag mal. Geht doch. Ah, da sind sie. Auf sie habe ich schon gewartet, aber... So, jetzt treffe ich auch endlich mal. Oh. Ich hab sie schon für tot gehalten. Die haben da einen Pfeil im Arm stecken. Das sieht nicht gesund aus. Ich entferne ihn mal für sie. Kein Problem. Gerne habe ich ihnen geholfen. Oh. Meine Maus hat aus Versehen die Waffe gewechselt. Ungünstig in so einer Situation. Wir müssen uns auch heilen gehen, nicht? 1,8 schon. Okay. Ah, das Zeug gibt das Eisen, nicht? Kann man das so mehr abbauen? Ich weiß nicht, ob das hier nicht langsamer ist. Und weniger rauskriegt. Die Tore, nicht? Und sowas. Ich baue aber das Eisen. Naja, das bringt nicht viel. Auf. Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, meine Axt wäre ein Zombie. Oder ein Hund oder sowas, der hier noch drin steckt.
Das könnte ich ja jetzt gebrauchen. Okay, die Seite. Wahrscheinlich gibt es jede Ebene sowas Krasses, nicht? Hallo, Herr Lehrer. Von oben können Sie ja nicht mehr kommen. Au! Die Tür hat ja nicht lang gehalten. Ich habe ein paar Pfeile vor mir. Was wollen die alle im Lehrerzimmer? Gutes Personal ist auch immer schwerer zu bekommen heutzutage. Ich hätte schon schön das zu atmen doch. Ich hänge. Oh, festhängen ist nie gut. Oh, Junge, 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 Junge. Was ist mit ihm? Macht aber auch einen auf Speedy Gonzales. Den habe ich jetzt schon wieder geweckt. Schnelle Zombies sind mein Tod. Hört an, als ob hier... gleich eine ganze Armee rauskommt. Sag mal, ich schieß doch safe durch die durch. Also sage mal. So. 19 Pfeile nur noch. Also... vielleicht bin ich manchmal zu dicht oder so? Mann, 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 Mann. Und hallo jemand. Wie geht's? Stressig. Stressig geht's. Sehr stressig. Oh, 17 Pfeile noch. Willkommen. Hallo. Ah. Alle rennen aus dem brennenden Haus. Außer Klaus, der guckt raus. Oder sitzt in der Ecke in dem Fall. Ja, wollte doch sagen, 100 Pro sitzt hinter einer. Auf jeden Fall brauchen wir Bücher. Schon mal gut. Das ist, glaube ich, so eine Schule, gar nicht das Verkehrteste. Ich habe nur Angst, was hier noch alles spawnt, wenn ich rumlaufe. Uha. Über den, den ich safe töten kann. Irgendwie hier reinloggen? Ich kann mich darüber bauen oder so.
Oh, was ist er denn für einer? Mein Bogen ist auch gleich kaputt. Reparieren. Okay. Hier, brechen ab. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ohne Pfeile, nicht gegen sowas. Hallo, Fahrrad. La 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 la. Ach, ist das ein schöner Tag. Und wie lange brennen die Fässer schon? Das sind diese Fässer, die sind von der ewigen Flamme in der Taiga in Russland oder sowas abgeleitet. Keine Ahnung. Ja, brennen tut dir alles ewig, nicht? Die Apokalypse war ja auch erst vorgestern. So, haben wir noch ein paar Vögelchen? Ich habe doch gerade hier irgendwo Tiere gesehen. Ja, er zeigt mir doch an. Irgendwas ist hier. Aber ich sehe nichts. Hä? Hoffentlich kein Hund. Bücher immer gut. War jetzt mit Eisen nicht so erfolgreich, ne? War doch ganz sicher schon mal in diesem Haus hier. Den können wir auf jeden Fall zerlegen. Erst ewig ein Dings gesucht, nicht? Und dann... Irgendwann kann man sich vor Kochtöpfen nicht mehr retten. Können die Autos ja mal so ansammeln. Open. Will ich da unten rein? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben einmal Antibiotika noch übrig. Ich weiß nicht, ob wir das schon selber herstellen können, aber selbst dann können wir es uns wahrscheinlich kaufen. Hey, sie sollten tot sein. Ich sehe gerade wieder, geht die Streamqualität in den Keller, warum auch immer. Ich hoffe, das hat keine Auswirkungen auf... Hier waren wir schon, nicht? Hier ist noch nichts respawned, außer die Zombies. Ja, dann ist blöd. Auf den Stream. Manchmal fängt meine Kamera dann auch an zu laggen. Weiß nicht, ob das der Fall ist. Oh ja, Yucca-Samen, die brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Sachen abgeschlossen. Ich hab Glück, weil manchmal sitzt da ein Hund in der Ecke. Da war ich unüberlegt und unvorsichtig. Sowas kann schnell tödlich enden. Gerade wir brauchen Vitamine und andere Sachen. Das hier können wir doch noch auseinandernehmen. Ah, da ist Eis drin, nur kein Eisen, was? Auch blöd. Ah, das ist auch blöd. Das bringt auch wenig. Am besten, wir würden unterirdisch eine Eisenquelle finden. Das hat mir richtig einen Schub gegeben. Wobei 1000 Eisen ist jetzt auch nicht schlecht für den Tag. Muss man auch mal sehen. Ist schon okay. Ist ein guter Schnitt, wenn man so 1000 hat, ne?
Will kann noch weg. Dann sind wir, glaube ich, auch komplett full, nicht? Uhr, kommt. Bevor noch irgendwas passiert, radeln wir zurück. Ja, aber so eine brennende Mülltonne, die hätte ich auch gerne, nicht? Gerade für den Winter, der jetzt kommt, stellst du einfach zwei hin, brennen von alleine, keine Kosten. Na, könnte ich mir gut vorstellen. Kann funktionieren. Also Clover Heights, schwierig, nicht? Also noch ein paar. Ich habe echt viele Pfeile verduselt. Ich kann halt nicht so viel Eisen in Eisenpfeile stecken. Sonst kann ich weniger Eisenstangen machen. Ich weiß auch nicht, ob das mit den Eisenstangen so eine clevere Idee ist. Aber auf jeden Fall besser als mit Holzstangen, glaube ich, in der nächsten Nacht arbeiten zu müssen. Autos und Co. haben wir ja schon viele abgearbeitet. Das ist echt ein Problem. Andererseits haben wir hier das Fahrrad zur Verfügung und können auch einfach größere Strecken zurücklegen. Vielleicht fahren wir nochmal die Straße entlang, wobei wir eigentlich alle Straßen schon hatten. Wir können hier mal die Straße Richtung Schneegebiet rausnehmen. Genau. Und jetzt das Spiel gerade massive Lags. Also Performance-Probleme hat das Spiel ohne Ende. Aber man sieht es auch. Es liegt nicht am Rechner, nicht? Ich guck mal, der Rechner nebenbei. Also liegt das an der Sonne? Ich weiß es manchmal einfach nicht. 92% GPU-Auslastung gerade. Und dann geht sie jetzt auf 70 runter. Jetzt ist wieder alles okay, nicht? Aber warum das Spiel manchmal so einen krassen, ja, Grafik-Lag hat, ist schon erstaunlich. Ah, ich hätte was ins Rad packen können, nicht? Aber ich finde, die paar Plätze im Rad sind eher nervig als hilfreich. Oh. Wird wahrscheinlich irgendeine Einstellung sein. Was ich auch gesehen habe, manche Spiele haben massive Probleme mit AMDs. Das hätte ich ja gar nicht so gedacht. Ist ein bisschen schade, dass das heutzutage noch so eine Sache ist. Okay, was haben wir noch? Zeug, wir haben hier sogar Stahl noch. Ah, wir haben sogar noch Pfeilspitzen. Das ist gar nicht schlecht. Dann bauen wir die mal. Pfeilspitzen, Eisen, zack. Dreimal Jucker haben wir dann wieder, immerhin. Ja, die Sachen wollte ich pflanzen, aber komm. Also Holz brauche ich, glaube ich. Obwohl, in dem Spielstand habe ich nicht so viel Holz. Andererseits brauche ich hier nicht wirklich Holz, nicht? Okay. Weg mit den Sachen. Wo habe ich denn die Autosachen drin hier? Keine Kiste mit Autosachen? Doch, hier. Wollte ich doch sagen. Die Dinge. Essen. Noch mehr Samen. Rohe Kartoffeln. Oh, mit den rohen Kartoffeln, das ist sehr gut. Wir brauchen mehr Tierfett. Wir müssen so einen Bären erlegen. Das wäre eigentlich optimal. Haben wir noch Kaffee? Ja. Zum Abbauen gleich sehr viel wert. Sandwiches können weg. Rohes Fleisch kann weg. Die Eier können weg. Eine 6er-Batterie. Oh, das ist ja stark. Ich weiß nicht, kann ich die zerlegen? Was soll ich mit einer Batterie, nicht? Wo war Munition drin? Auch hier? Ja. Haben wir noch normale Pfeile? Okay, wir haben nur noch die Pfeile, nicht? Aber dann ist es so. Ich guck mal. Vielleicht sollten wir langsam mal Sachen nehmen gegen unsere Schmerzen. Ich sterb so langsam. Oh, lalalala. Benutzen. So, was haben wir noch? Das hier müssen wir nehmen. Nehmen und benutzen. Das ist irgendwie auch. Zack. Dann haben wir das schon mal weg. Gegen Prellung konnte man nichts nehmen, nicht?
Shit, jetzt ist schon dunkel. Wir hätten nochmal rübergehen können. Weiß nicht. Wir müssten, glaube ich, hier sein vom Bau. Da wir da oben aber nicht ganz so unten sind, ist es blöd, weil dann kommen wir da nicht direkt hin. Aber gut. So ist es halt. Wasser. Machen wir ab. 36 Sekunden. Ah ne, 4 Minuten 44. Das passt. So, ihr kriegt das Eisen. Und dann stellen wir her. Wie heißen die Dinger? Die gibt's hier. Eisenstangen. Also erstmal brauchen wir von denen hier 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau. Also 6 hier. Dann ist er erstmal ausgelastet. Ich komme mal auf Favoriten. Oh, rechtsklicken, nicht linksklicken. Und wie viel kannst du? Nur 3. Ja. Schlecht. Braucht halt sehr, sehr lange. Wir haben noch Federn. Wir könnten halt Pfeile herstellen, die nicht so wichtig sind, nicht? Ja, die würde ich schon gern aufheben für die Horde nach. Steinpfeil. Als Abwehr, primitiver Bogen. So, Bogen. Hä? Lieb ich auch. Bogen. Primitiver Bogen. Nee, Holzbogen. Den da verfolgen. Wir brauchen. Neun davon haben wir. Das kann man weg. Die können wir auch dann lesen. Die können wir auch aber erstmal weglegen. Die haben wir schon hergestellt. Da haben wir auch. Und 5 Bogenteile. Und die haben wir gerade so. Holzbogen. Für Level 6 bräuchte ich legendäre Teile, ne? Deswegen den 5er. So, den können wir verändern. Bei den Mods raus. Zack. Den nehmen wir aber auf. Für alle Fälle, nicht? Falls irgendwas passiert. Ich hab schon 2. Nochmal 2. Haben wir hier 5. Dann fehlt noch eine zumindest für die Ecke. Wir haben noch Jucker in Massen. So, ich mach das mal alles einmal durch. Wir nehmen auf jeden Fall das mit, wenn wir rübergehen. Bisschen mehr Holz. Steine kriegen wir. Und dann würde ich noch ein paar Baublöcke machen, weil wir ja Leitern bauen und so. Und dann runter mit uns. Wir haben auf jeden Fall Hunger. Essen können wir. Und einen Kaffee kriegt er auch noch. Ja, ich will hier unten auch einen Raum bauen. Das heißt, ein bisschen was Nachhaltiges aufbauen, nicht? Wir sind hier unten beim Bedrock. Das heißt, tiefer geht's nicht. Und so einen Notfall-Rückzugsort, wenn es beim Turm schief geht oder oben das Haus überrannt wird, dass wir hier so einen Raum haben. Und der dann mit Eisentüren und sowas geschützt ist, wo man im Fall der Falle irgendwie zurück kann und vielleicht einfach, weiß nicht, in Ruhe sterben kann. Keine Ahnung.
23 Uhr gleich wieder vorbei. Aber wenigstens haben wir überlebt, nicht? Also früher wären wir sofort gestorben. Von daher würde ich sagen, alles gut. Oder gut gegangen. Glück gehabt. Aber Level 5, okay. Level 5 bedeutet wirklich, das ist hart. Wir haben halt keine guten Nahkampfwaffen. So ein Elektrostab oder sowas wäre halt schon ein Thema. Das reicht doch locker, oder? Also so von der Entfernung würde ich schon sagen. Dann bauen wir jetzt hier höher, damit wir machen so ein, wir machen so ein schon wohnlich, nicht? Mit Wänden und allem, dass wir da ein bisschen geschützt sind. Muss ja kein großer Raum sein. Muss ja nur das Nötigste runter. Aber ich darf nicht vergessen, immer die Wände, nicht? Wände, Boden, müssen wir überall eins höher. Man gibt ja auch Erfahrung. Was sollen wir nachts sonst machen? Oh. Ich finde, man sieht es halt super schlecht hier, was man wirklich abbaut. Die Textur geht schon. Aber ich finde, was das Spiel auf jeden Fall braucht, wären bessere Texturen, nicht? Also man sieht es ja. Also die sind aus dem, ja, dem letzten Jahrhundert, so gefühlt. Ich finde, das reißt schon mal viel raus, wenn da einfach so ein Bump-Mapping-Shader drauf ist. Oder irgendwas, so eine Kleinigkeit, nicht? Und dann hast du eigentlich auch wieder ganz gute, ja, Grafik. Nicht? Perfekte Grafik brauchst du auch nicht. Aber ich finde, man muss so mindestens so den Grundstandard mitliefern heutzutage. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Aber es haben andere Spiele auch das Problem. Ich meine, wenn man sich mal Spiele halt dann wie Manalords anguckt, nicht? Die, wenn man ranzoomt, diese Qualität haben und das ist ein Aufbauspiel. Dann weiß man schon, dass man da doch schon recht weit gekommen ist, was Game Engines und alles angeht. Ja. Wir sind auf jeden Fall nicht so weit gekommen, wie ich geplant hatte. Tag 25 ist schon hart. Aber unser Knie ist gleich wenigstens geheilt. Das ist gut. Trink noch einen Kaffee. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ah, so halb. Der erste bisschen Raum. Ich kriege hier unten immer Klaustrophobie, wenn man zu lange drin ist. Deswegen ist so ein kleiner Raum zwischendurch, glaube ich, schon mal ganz gut. Und hier können wir vielleicht auch versuchen, eine Rampe runterzubauen, beziehungsweise zum dritten Verteidigungsturm für die nächsten Nächte dann auch rüber zu gehen, ne? Dass das hier so unser Kreuzungsraum wird, wo es in alle Richtungen geht. Vielleicht in die Richtung eine Fluchtecke noch oder so. Hier zum ersten Turm, da zum zweiten. Müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten. Auch erstmal die dritte Nacht abwarten in 5 Tagen. Was uns da erwarten wird, das entscheidet, glaube ich, alles Weitere, wie wir vorgehen werden. Waffentechnisch sind wir ja nur so semi ausgestattet. Also eine nachhaltige Lösung für Munition und so können wir auf jeden Fall gebrauchen. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr in den nächsten 5 Tagen. Jetzt ist erstmal Basenbau angesagt, nicht? So, dass wir ja die Möglichkeit haben, um zu verteidigen ein bisschen besser. Ich meine, ging eigentlich sehr entspannt die letzte Nacht, nicht? Muss man ja auch so sagen.
Eigentlich haben die ja kaum was angeknabbert. Die haben nicht mehr die erste Verteidigungslinie wirklich touchiert, möchte man sagen. Ja, sie sind weder durch die Wand, sie sind weder zwei Reihen reingedodged. Die haben eine Ecke ein bisschen angefressen und das war's. Also dramatisch würde ich es anders behaupten. Die hatten auch noch über 400 Pfeile von 700. Auch da sehe ich kein Problem. Von daher denke ich, ist alles entspannter, als ich mir das im Kopf vorstelle. Nicht, aber je mehr man macht, desto vorbereiteter ist man. Und ich brauche noch ein paar Baublöcke. Machen wir nochmal 40 oder so. Oh, wirkt auf jeden Fall dann immer wohnlicher, wenn man dann auch so ein bisschen einen schönen Holzboden später oder sowas hat. Ich setze hier nur erstmal pro forma. Machen wir auch Steinboden oder irgendwas. Und ich würde sagen, ich baue hier noch ein bisschen ab und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis gleich.